Wenn ihr euren Ballon starten lasst, fliegt er über 30 Kilometer hoch und vielleicht 100 Kilometer weit. Und dann ist es ja nicht ganz leicht, den einfach durch Zufall wiederzufinden. Es gibt aber ein ganz gutes Hilfsmittel, und zwar solch einen GPS-Tracker. Mit diesem Teil ist es ganz einfach möglich, eure Sonde auf 5 Meter genau zu orten. Und wie dieses Teil funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Das funktioniert jetzt folgendermaßen. Und zwar ruft man mit dem Handy den Tracker an. Also man wählt einfach die Nummer des Trackers. Man packt eine SIM-Karte da rein und die ruft man an. Der Satellit gibt die Daten an den Tracker und übermittelt sie dann zurück aufs Handy. Das ist der ganze Trick. Ja, dieser Tracker ist ganz einfach aufgebaut. Und zwar ist darin eine SIM-Karte. Die legt man wie in jedes Handy einfach ein und es ist wichtig, dass die mit Guthaben aufgeladen ist, denn dieser Tracker schreibt euch ja SMS auf euer Handy. So, die SIM-Karte liegt dann da drin, wir legen unseren Akku da drauf und jetzt können wir 1-2 Minuten warten und bis dahin müsst ihr dann eigentlich Empfang haben und wir können unseren ersten Testlauf machen und diesen Tracker anrufen. So, es hat jetzt einmal gepiept, das ist richtig. Der legt dann selber auf und jetzt heißt es kurz warten und hoffen, dass die SMS ankommt. Ich habe jetzt die Daten auf meinem Handy empfangen. Und für uns wichtig sind eigentlich nur die ersten beiden Angaben. Die zusammen ergeben nämlich die Koordinaten, bei der die Box liegt. Ja, mit diesem GPS-Tracker könnt ihr alles und jeden orten. Ja, wenn ihr mal wissen wollt, wo eure Freundin sich so rumtreibt, könnt ihr den auch heimlich in die Tasche legen. 。Vergessen wir das. Wir suchen jetzt unsere Sonde und unsere Kamera und dann finden wir die hoffentlich. Wir sind jetzt mit unserem Auto so nah wie möglich hier hingefahren, was uns das Navi gezeigt hat. Weiter kommen wir jetzt nicht, weil wir sehen hier, der Weg endet. Es wird jetzt irgendwo da hinten im Wald oder im Feld liegen. Und dann finden wir über Google Maps ganz einfach die Position. Und da sehe ich jetzt, es liegt irgendwo im Feld. Ungefähr 400 Meter in der Richtung und da werden wir uns mal auf die Suche machen. Sind auf jeden Fall noch 300 Meter. Das ist irgendwo da hinten, muss die Kiste jetzt liegen. Oh, siehst du das? Da ist der rote Fallschirm, die scheint da zu sein. Und wir haben gerade so den Baum verfehlt. Wuhu! Nachgucken. Fallschirmisse? Oh ja! Das ist unsere Box. Bisschen vom Aufschlag mitgenommen, aber an sich. Bisschen dreckig, aber sieht auch noch gut aus. Jetzt ist auf jeden Fall jetzt die Neugierde groß. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das Material ist. Und das ist noch ein ganz wichtiger Hinweis: Nehmt bloß euren Laptop mit, denn sonst kann es eine verdammt lange Rückfahrt werden. Ja, in die Box, die Freude ist immer groß. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn noch Fragen offen sind, schreibt uns einen Kommentar. Wir beantworten alle Fragen so schnell wie möglich. Und ansonsten Daumen hoch und viel Spaß mit dem nächsten Tutorial.